Der Ovid in mir sagt, töte sie. Ich töte sie alle. Warte mal, apropos Ovid. Wie weit kommst du? Bis da. Aber ich würde dir zutrauen, dass du irgendeine Fernkampfattacke auch hast. Also. Ich teste mal was. Geh mal dahin. Leg eine Bombe. Du gehst mal nach hinten. Du gehst mal nach hinten. Mit Abstand zu ihm. Du gehst mal zur Seite. Du gehst auch zur Seite. Und gucken wir mal. Er mag schon mal Ovid. Okay, du. Das ist ein Problem, weil jetzt läuft er dann vorbei. Aber er hat anscheinend keine Fernkampfattacke. Ja. Stinger. Hallo, Stinger. Er kommt nicht mehr ran, wenn er jetzt hinsprinten würde. Ja gut, schade. Du kommst auf keinen Fall so weit. Das war alles reine Zeitverschwendung. Wir warten eine Runde. Bumm. Ja, sehr komisch. Du, warte mal. Du gehst dahin, dahin. Wir warten noch eine Runde. Oh. Oh, kannst über zwei Felder angreifen. 29, kommt das noch gut hin bei dir? Jo. Du gehst jetzt bitte mal dahin und betäubst ihn. Und wir können ihn betäuben, also ist er schon jetzt tot. Wir können einfach durchgehend betäubt halten. Das ist, ja. Also ich will jetzt ja nichts heraufbeschwören. Aber das Spiel wird von Minute zu Minute einfacher. Also wenn man am Anfang nicht zu viel Murks baut, ein bisschen nachdenkt und alles mitnimmt, dann geht das richtig gut. Du wartest einfach. Haben wir noch jemanden über? Niemanden, der wirklich was machen kann. Nö. Okay, Runde wenden. So, du gehst da hin. Du machst Fernkampfangriff im Nahkampf. Jo, bist immer noch betäubt, obwohl du gerade gepritzt-dingst wurdest. Oh, du hast ganz schön gut Lebenspunkte. Du. Dich können wir jetzt sprengen. Nee, warte mal, wir wissen nicht, wie lange betäubt noch hält. Verballer einfach dein Pistolenmagazin auf ihn. So, Sullivan, wie ist zur Seite? Wo ist ein Baseballschläger raus? Gibst ihm. Ovid. Axt. So, und du probierst das Elektroschock-Ding mal aus. Es ist blau geworden. Und eventuell neu betäubt. Alle durch? Alle durch. Ja. Das heißt, wir haben ihn jetzt wahrscheinlich neu betäubt. In wie viele Runden kannst du? In zwei Runden kann er wieder. In drei Runden kann sie wieder. Geh mal dahin. Du dahin. Und ich mache das absichtlich mit ihm mit der Pistolenmunition. Ich will, dass er einen richtig schönen hohen Pistolenskill bekommt. Du stellst dich vor das Viech und... Ja komm, sie braucht auch hohen Pistolenskill. Sie hat sonst nichts. Oh, Glück. Wir brauchen auch eine Menge Glück, um 400 Lebenspunkte runterzubekommen. Du hauen. Du stell dich hinten an. Hauen. Alle durch. Alle durch. So, er ist jetzt nicht mehr betäubt. Das Ding braucht noch zwei Runden. Du brauchst dann noch eine Runde, richtig?
Ja. Okay, aber wir sind hier absolut unfaire Soldaten und so. Deswegen betäuben wir dich jetzt einfach. Entschuldigung. Aber das muss irgendwie sein. So, du schießt mit Glück in seinen Schienbein. Eins von seinen vielen Schienbeinen. Du machst eine Fernkampfattacke jetzt, wo Trantin aus dem Weg ist. Mhm. Axt. Ah, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, bei allen ein bisschen Glück zu steigern. Du gehst da rum, du gehst an die Seite. Achso, du kannst noch. Pistole. Schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben diese ganzen Betäubungswaffen vielleicht nachträglich eingefügt. Weil irgendjemand gemeckert hat, dass das Spiel zu einfach war. Zu schwer war. Das gab es ja damals auch schon. Hm. Na gut. Tag nicht vor dem Abend loben und so. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Vielleicht habe ich jetzt hier gerade mal, keine Ahnung, 20% vom Spiel gemacht. Und das wird noch richtig schön knackig. Aber momentan hält sich das echt in Grenzen. Wir kriegen alle Nase lang irgendwelche Betäubungswaffen dazu. Vor allem ist eine Betäubungswaffe, die unendlich Ladung hat. Das ist ganz schön krass. Also mal gucken. So, du, neue Betäubung. Level up, sehr schön. Glück, 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 Glück. Oh. Okay, langsam reicht es auch mit dem Skill. Das Ding ist eh bald Geschichte. Ich schätze mal noch 2 Runden. Messer. Blitzdings. Es geht ganz schön gut ab. Axt. Ja, vielleicht schon diese Runde. Wenn du jetzt 12 Schaden machst, haben wir gewonnen. 13. Das war der Boss. Betäubung, Betäubung, Betäubung. Alle draufknüppeln. Ja, okay. Du. Pflaster bitte. Auf das komische Ding. Jetzt gucken wir uns hier weiter um nach... Oh oh. Ach nö. Reite die Schlange. Reite die Schlange. 7 Meilen ist sie lang. Reite die Schlange. Gut, dass Sofa nicht da ist. Reite die Schlange. Wovon zum Teufel redet dieses Ding überhaupt? Seine Vision. Das ist spielrelevant. Das Ende ist nah. Ben-Halo-Guzi ist tot. Vampir, Buchstab, Kolori, Nasa, Muvienje. Ist jetzt Kurz. Russisch, oder? Was soll das? Müssen wir jetzt gegen dich gehen? Der Strahl der Sonne leuchtet hell. Hell ist das Leuchten des Sonnenstrahls. So muss ich denn gehen. Warum verziehst du dich nicht einfach, ha? Ziloni Palanci. Ah ne, es wird polnisch gewesen sein. Weil er ist ja einer der Dorfbewohner. Gut. Alles im Lot. Ich muss gehen. Ovic! Okay, Commander, aber dieser Kurats oder wer auch immer das ist, er geht mir allmählich gehörig auf die Weichteile. Kurats, haben Sie den Verstand verloren? Was machen Sie da? Nicht Ovic. Achtung, Gefechtsbereitschaft! Unser Freund hat die Kontrolle über sich verloren. Seht ihr, vertraue niemals einem Dämon. Es geht los, Männer. Können wir jetzt irgendwie wieder befreien, indem wir alle anderen zuerst umbringen?
Also erstmal, weil wir so nette Soldaten sind. So, wir haben dafür ein Stun-Ding. Peaks. Betäubungsschutz. Okay. Das hätten wir auch geklärt. Obitsch. Hast doch einen Feuerschutz. Nö. Das ist schon mal sehr gut. Die kommen nicht ran, die kommen nicht ran. Der kommt nicht ran. Du. Nom, 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 nom. Du schießt mit dem Gewehr in den Rücken. Sullivan. Baseballschläger ist in die Seite. So, ich bitte gleich noch 15 Schaden und nächste Runde ist er tot. Der Rest rückt näher ran und passt ja schon. Das ist die Frage, was er jetzt macht. Wahrscheinlich wird er einen von uns betäuben, oder? Au. Oder wir haben uns absolut unfragt. Flammenwerfer? Wird aufgeladen, achso. Also wir haben uns perfekt falsch hingestellt. Das ist auch eine Leistung. Du nimm mal bitte den Napalmwerfer. Und zünd bitte Lilis. Nee. Ist übertrieben. Du schießt einfach einmal mit dem Gewehr. Und den noch passt. Nimmst aber den Baseballschläger, haust ihn einmal, läufst kichern weg. Reicht das? 19. Nee, reicht nicht. Läufst trotzdem weg. So, Ovitch. Du hast deine Granate. Wirfst sie dahin. So, das wird reichen. Läufst weg. Dreht euch bitte alle um. Nur für den Fall. Pain God. Was machen wir mit Pain God? Wollen wir nochmal probieren, so eine Bombe zu legen? Ich weiß ja nicht. Nee, komm, du nimmst einfach die Pistole. Du gehst einfach weg. Komm. Lass die alle in Ruhe. So. Unser Freund kippt es tot um. Blub. Also es kam schon mal keine Aussage von irgendeinem unserer Jungs und Mädels. So nach dem Motto, das hätte jetzt nicht sein müssen, wer hätte ihn retten können, blablabla. Kam nichts. Also vielleicht gab es wirklich keine Möglichkeit. Sei es drum. Du. Und schießt einfach drauf. So. Gehst zur Seite. Drehst dich so hin. Du schießt drauf. Bleibst genauso stehen. Cole Sullivan. Stellst dich hier hin. Da dürfte dich keiner von den beiden erwischen. Und haust ihn. Ein Lebenspunkt. Ernsthaft? Ovitch. Schrotflinte. Nein! Na gut, das ist wirklich schlimm. Dann wird jetzt Sullivan wahrscheinlich angespuckt. Ja, was hält er aus? Okay. Du hast einen Lebenspunkt. Du. Oh, warte mal. Lohnt sich jetzt vielleicht der Napalmwerfer? Jetzt gehen in die andere Richtung. Geh mal dahin. Nee. Das klappt so nicht. Ovitch, Flammenwerfer. Jo. So klappt das. Feuerschutz. Wussten wir das vorher schon? Keine Ahnung. Du da, aber Lilith brennt schon mal, das ist gut. Du
Haben wir noch Granaten? Ja, du Granate. Dahin. So, Lilith stirbt nächste Runde. Pain God kommt nicht an Sullivan ran. Und der kommt auch nicht an irgendjemand ran. Du bist... Du Pistole. Schritt nach hinten. Schritt zur Seite. Pistole. Ei, ich wollte mich doch veräppeln. Na gut, du dreh dich um und fertig. Weg.